Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich mal zusammen mit euch einen Blick in meinen Humidor werfen, beziehungsweise es ist ja eigentlich gar kein Humidor, sondern eine Frischhaltebox. Warum eine Frischhaltebox? Das habe ich ja oft genug angesprochen. Eine Frischhaltebox ist halt unkomplizierter, die hält die Feuchtigkeit relativ genau. Man braucht sie nicht mehr befeuchten, nicht mehr nachfeuchten und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Jo, also mein Humidor, ich nenne es einfach mal Humidor, aber jeder weiß ja, was gemeint ist. Dazu habe ich dann noch so eine kleine Box und nochmal eine extra Schachtel. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Fangen wir mal an mit dem großen Humidor. Mit der José El Piedra. Ja. Das ist eine kubanische, relativ günstig. Ich glaube, dafür habe ich 3,50 Euro bezahlt. Aber ich weiß nicht mehr genau. Genau. Das ist die José El Piedra. Nummer 1. Davon habe ich drei Stück. Dann habe ich eine Vegueros. Ziemlich klein. Im Internet sah die immer so groß aus, die ist aber ziemlich klein. Davon habe ich jetzt nur noch eine. Als nächste kommt wieder eine kubanische, eine Bolivar. Das ist Zigarre Nummer 3. Hier nochmal eine kubanische Partagas Serie Nummer 4. Davon habe ich zwei. Hier noch ein Highlight: Soberano. Eine Patron Anniversario 1964. Box pressed. Anschließend eine Coca Cellar Reserve aged 12 years. Genau. Die habe ich schon eine ganze Weile im Humidor. Aber noch nicht angetastet. Dann noch die Romeo y Giulietta Nummer 3. Kommt in so einem Aluminium-Tubo. Ich habe die mal offen und lager die offen im Humidor, damit etwas Feuchtigkeit da reinziehen kann und sie nicht komplett luftdicht abgeschlossen ist. Wobei ich auch nicht weiß, ob die Turbos überhaupt luftdicht abgeschlossen sind. Jo. Romeo y Giulietta Nummer 2, ebenfalls im Tubo. Dann habe ich, glaube ich, auch eine. Dann habe ich eine von Lionel Cigars. Das ist eine Special Edition. Die ist nochmal in einem Tabakblatt eingeschlagen. Also die Zigarre befindet sich in dem Tabakblatt. Ja, muss man also sogar noch sozusagen nochmal auspacken. Das ist auch relativ groß, ich glaube Toro-Format. Hier ein Kollege, den ich schon seit Ewigkeiten in meinem Humidor habe. Mi Amor von La Aroma del Carib. Auch ein richtiger Brecher, ich glaube auch Toro-Format wahrscheinlich. Alec and Bradley Black Market. Ich dachte immer, halt die Firma heißt Alec Bradley, aber wie ich feststellen konnte, heißt die Firma Alec and Bradley. Also auf der Kintsugi ist es sogar so abgebildet nach den Namen der Söhne Alec and Bradley. Ja, warum das manchmal das Und-Zeichen weg ist, weiß ich nicht. Hatte ich mir mal im Zigarrenladen gekauft. So ein Schnellschuss. Ja,
ist auch noch vorhanden. Brick House, Connecticut, Mighty Mighty, glaube ich, ist das. Ja. Jo, habe ich auch schon eine Weile im Humidor. Immer mal so nach und nach gekauft. Bin ich auch mal gespannt drauf. Die Mystique, eine sehr preiswerte Zigarre. Ich glaube auch irgendwas mit 3 Euro. Was nicht heißt, dass sie schlecht sein muss. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich bin eigentlich auf jede Zigarre gespannt, die ich habe, ist ja klar. Sonst hätte ich sie mir nicht geholt. Eine. San Pedro Brasil, auch eine preisgünstige Zigarre. Ich finde sie aber sehr ansprechend von der Optik. Ja. Davon habe ich dann noch das Gegenstück. Habe ich aber gar nicht gefunden, also machen wir weiter mit der Perdomo Maduro. Factory Tour Blend. Schöne Bauchbinde, wie ich finde. Sieht so nach Geld aus. Also die Bauchbinde. Dann eine Zigarre, von der ich in letzter Zeit nicht so Gutes gehört habe. Die Umnum. Sehr preisgünstig, ich glaube im Segment von 2 Euro irgendwas. Hatte ich mal gehört, dass die einem überhaupt nicht geschmeckt hat. Gut, das hat nicht zu heißen, dass sie mir nicht schmeckt, aber ja, man hört halt natürlich sowas und dann legt man sie vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. La Estrella Polar, ein richtiger Brecher, ordentlich dickes Ding. 4 Euro. Ja. Hat mich so angelacht, dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit. Dann eine Ashton Maduro. Die ist jetzt nicht so groß. Sehr dunkel. No. So schaut die aus. Camacho Nicaragua. Auch aus dem Zigarrenladen. Ein Spontankauf. Gefiel mir das, die Bauchbinde so. Ich mag so Neonfarben und das kommt dem schon ein bisschen näher. Ja, ich weiß, dummer Grund. Aber so ist das. Perdomo Lot 23. Habe ich mir in so einem Sampler geholt. Da waren vier oder fünf, keine Ahnung. Zigarren drin, im Toro-Format. Die gehört hier ebenfalls dazu. Die 10th Anniversary. 10th Anniversary. Ja, die ist schon ein bisschen bräunlich verfärbt. Das Zellophan. Victor Calvo V50. Format, weiß ich jetzt nicht genau, sieht wie so ein Torpedo aus, aber ich glaube, das ist so ein spezielles Format. Ja, Victor Calvo V50. Und eine meiner Lieblingszigarren, Perdomo The Bourbon Barrel Aged Nicaragua mit dem Connecticut Deckblatt. Die fand ich wirklich gut. Jo. Ich hoffe, sie mundet mir noch genauso wie damals. Das werde ich erst feststellen, wenn ich sie wieder rauche. Auch eine meiner ersten Zigarren mit Bosna Black Edition. Die Bauchbinde finde ich Hammer. Bosna-Zigarren sind meist gesüßt am Mundstück, was ich nicht so mag. Ich hatte zumindest eine erstmal geraucht und hatte gelesen, dass da einige davon gesüßt sind. Nun ja, irgendwann werde ich auch dich rauchen. Dann das Pendant Factory Blend, Factory Tour Blend von Perdomo, aber diesmal mit dem Connecticut Deckblatt. Ja, dann nochmal, aber diesmal ein Gordo, Perdomo BBA, von der ich gerade geredet habe. Ein Gordo-Format, das ist natürlich richtig cool. Richtig breite, dicke Zigarre. Freue ich mich drauf. Die Dalai Hell. Jo, auch da mal schauen. Ist auch relativ preisgünstig.
Toro-Format, glaube ich. Dann noch eine Zigarre aus dem Sampler von Perdomo, die 20th Cent. Leute, die 20th Anniversary. So. Na, was los hier mit dem Fokus? Was ist der Sony-Fokus? Der muss doch funktionieren, Mensch. Vielleicht halte ich zu nah dran, das kann sein. Williger 1492 Torpedo. Alec and Bradley Kintsugi. Und hier sieht man auch das Unzeichen, von dem ich vorhin sprach. Das ist nicht immer drauf. Toro-Format. Diesmal wieder in Ashton, diesmal mit dem Connecticut-Deckblatt. Hier sieht ein bisschen unspektakulär aus. Finde ich zumindest. Die zweite San Pedro, aber diesmal aus Ecuador. Auch Connecticut. Oder? Connecticut? Weiß ich gar nicht. Ich denke immer, alles was hell ist, ist Connecticut-Deckblatt, aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Ecuador? Ja. Ich will euch keinen Quatsch erzählen. Ich weiß es nicht. San Pedro. Dann eine Paradiso Magnum. Die ist auch riesengroß. Ja. Schöne Bauchbinde. Schöne Farbe des Deckblattes. Gefällt mir gut. Ja, Magnum Größe. Auch eine Zigarre, die ich schon eine ganze Weile habe. La Meridiana von Villiger. Sieht eigentlich wunderschön aus. Oder was heißt eigentlich? Sieht wunderschön aus. So, dann eine Romeo Giulietta, ich glaube, das ist die Nummer 4. Jetzt kommt der Hammer Independence. Die guten, günstigen, obwohl so günstig sind die gar nicht, 2,40 Euro für die Qualität, ja. Man sieht ja hier schon ordentlich angerissen. Also ich hatte das wirklich nur aus dem Zellophan entpackt und sah schon so aus. Aber gut, was soll's. Vielleicht schmeckt sie ja. Sie riecht ein bisschen nach Vanille. Darauf bin ich auch gespannt. Dann kommt Guantanamera Cristales. Davon habe ich mir eine 20er Packung geholt. 2,40 Euro pro Zigarre. Camacho Liberty Series. Hatte ich schon ein Unboxing gemacht. Die erste Version war ja leider entweder mit der Zigarrenblüte oder mit Schimmel versehen. Eine sehr schöne Zigarre. Auch ziemlich groß. Lagere ich halt auch offen in dem Holzkästchen, damit ein bisschen Feuchtigkeit rankommt. Dann habe ich hier noch die gute alte Zino. Short Torpedo Format. Eine Bosna Reserva, auch in klein. Habe ich auch schon eine ganze Weile. La Aurora, ich glaube, die nennt sich Zeppelin. Das ist schon ein interessantes Format. Muss ich auch mal angehen irgendwann. CAO Kamerun, relativ klein. Die sah viel größer aus im Internet. Soll relativ stark sein. Habe ich mich bislang noch nicht rangetraut. Die habe ich schon mal geraucht, auch reviewed. Habe ich mir nachgekauft, weil ich die so genial fand. Im gleichen Format. Die Escurio von Davidoff.
relativ klein, wie man sieht. 11 Euro, ich glaube 40. Cinchalero, ja, gar nicht mal so klein, ziemlich dick im Umfang, aber preisgünstig. Ich glaube, ich habe da 3 Euro irgendwas für bezahlt, ich weiß nicht mehr. Liegt auch schon eine ganze Weile bei mir. Die Yamasa oder Yamasa von Davidoff. Wollte ich immer mal rauchen, bin ich noch nicht zugekommen. Werde ich irgendwann mal nachholen. Ich glaube Petit Churchill Format. Villa Zamorano, Reserva. Habe ich auch schon lange noch nicht angegangen. Dann noch die Goka 1959. Ja, dann noch ein paar Zigarillos von Perdomo. Hatte ich schon mal reviewed. Ja. So, dann geht es weiter. Americanos Brasil. Und da sind 5 Zigarren für 3,50 Euro. Eine habe ich schon geraucht. Ja, das sind halt maschinell hergestellte, das sieht man. Also sehen jetzt nicht so sehr schön aus. Angeschnitten sind sie auch schon. Aber das bedeutet gar nichts. So viel lasse ich erstmal verkünden. Ein Review folgt. Die Zigarren sind auch, waren auch nicht irgendwie im Frischebehälter gelagert. Also die sind auch staubtrocken. Ja? Also wenn man die anfasst, die sind wirklich trocken. Ja, ich wollte sie erst im Humidor lagern, da dachte ich, ach, wenn sie eh schon die ganze Zeit trocken gelagert wurden, was soll's. Dann habe ich noch die Davidoff Zigarillos, die hatte ich ja mal reviewed. Ja. Habe ich, glaube ich, bislang nur eine geraucht. Monte Cristo Open. Schon ein paar mehr geraucht. Sind schon fast leer, waren glaube ich nur 5 drin. Dann habe ich hier noch ein paar Burritos von Romeo y Julieta. Sind also lose drin. Hier, kann man mal schauen. Ein paar lose sind noch drin. Darunter auch noch ein paar Primeros von Davidoff Escurio. Ja, und dann sind wir durch. So Leute, das war der Inhalt meiner Frischhalteboxen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Macht's gut und bis dann.